Das ist Jule, das neueste Mitglied im Team des Elitera Gesundheitszentrums in Neubrandenburg. Die 5 Monate alte Hündin ist hier der Liebling der Patienten und natürlich auch bei den Mitarbeitern gern gesehen. Jule steht stellvertretend für eine lockere Atmosphäre als Basis für eine professionelle und zielführende Behandlung. Hier bei Elitera arbeiten junge, engagierte Ergo- und Physiotherapeuten mit Hilfe neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse an der Therapie von Körper, Geist und Seele. Dazu gehören klassische Reha-Maßnahmen sowie innovative Anwendungen zur Verbesserung der Gehirnleistung bis hin zur Behandlung von Burnout, Angststörungen oder Depressionen. Für eine ganzheitliche Betrachtung arbeiten die spezialisierten Therapeuten Hand in Hand in enger Abstimmung mit den Patienten und, falls erforderlich, mit dem behandelnden Arzt oder der Ärztin. Wir arbeiten hier sehr innovativ, mit sehr viel Spaß und das Team ist auch sehr jung und aufgeschlossen. Der zweite Aspekt ist, ich kann mich zu 100% auf den Patienten einlassen, weil mir die gesamte bürokratische Arbeit durch die Rezeption und auch durch die Geschäftsführung abgenommen wird. Elitera ist deswegen ein guter Anlaufpunkt für Patienten, weil wir sehr breit aufgestellt sind, weil wir viele Systeme mit in die Behandlung integrieren können und das alles sehr eng in Absprache mit dem Patienten persönlich planen und durchführen. Im Fokus stehen die Linderung von Beschwerden, aber auch präventive Maßnahmen zum Schutz vor Verletzungen. Und selbst wer sich topfit und kerngesund fühlt, findet hier Möglichkeiten, um die eigene Leistungsfähigkeit auf ein neues Niveau zu heben. Denn auch Spitzen- und Breitensportler sind hier in guten Händen. So ist Elitera seit Anfang 2021 Kooperationspartner des Handballvereins SV Fortuna 50 Neubrandenburg. Um das Angebot in diesem Bereich auszubauen, entsteht derzeit nahe des Gesundheitszentrums ein neues Sport- und Therapiezentrum. Wir wollen uns gerne im Bereich der Sportphysiotherapie weiterentwickeln und möchten den Reha-Sport anbieten, Präventionskurse und brauchten halt einfach mehr Raum, mehr Fläche. Haben jetzt hier dann 650 Quadratmeter, um halt auch nochmal andere Zulassung zu bekommen. Aber auch hier wird es Physiotherapie und Ergotherapie ganz normal wie drüben im jetzigen Therapiezentrum geben. Schon am 23. März soll das neue Haus Eröffnung feiern. Knapp einen Monat später besteht dann die Möglichkeit, die großzügigen Räume kennenzulernen. Zum Tag der offenen Tür am 19. April sind alle Interessierten herzlich eingeladen, ab 15 Uhr in der Neubrandenburger Ziegelbergstraße 1 einen Blick hinter die Kulissen des neuen Elitera Sport- und Therapiezentrums zu werfen.